Oh, Slender, 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 oh, Slender, 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 oh, Slender, 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 oh, Slender, Slender, Slender. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Angegruselt, schon die vierte Folge. In der heutigen Folge werden wir Slender spielen, The Eight Pages, das allererste Slender-Spiel, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Spiel an. Ich habe ja jetzt Outlast gestartet und deswegen werden wir jetzt jedes Mal bei Angegruselt nur coolste Horrorspiele spielen. Natürlich hat mir irgendwer, ich glaube Jalzin war das, in die Kommentare geschrieben, dass ich dieses komische Spiel da antesten soll, aber ich weiß nicht genau, wie lang das Spiel ist. Kannst du mir mal unten in die Kommentare schreiben. Wenn das Spiel nicht lang ist, dann kannst du mir das ja, wie gesagt, unten in die Kommentare schreiben und dann kann ich es einmal bei Angegruselt machen und zu testen, wie das Spiel so ist. Ich versuche euch immer möglichst kostenlose Spiele vorzuschlagen, damit ich es ausspielen kann. Und natürlich, weil ich nicht der reichste Man of the World bin und ich nicht mein ganzes Geld in Spiele stecken will. Framerate ist gerade nicht besonders schnieke. 30 FPS müssten aber möglich sein. Ja, 25 ungefähr. Okay, wir können auch hier so das Schiff trennen wir, ne? Ja. Ich würde sagen, wir suchen die Seiten raus. Ich würde sagen, wir spielen das Spiel hier nur einmal und deswegen wird es kein Problem sein. Ich habe es einmal angespielt in einem Stream. Ich soll vielleicht das Licht anmachen? Damit man mich vielleicht besser sehen kann. Ich weiß nicht so, die Webcam ist nicht so schnieke, aber besser als die vorherige auf jeden Fall. Dankeschön an Tim, den Manager, für die Webcam. Wir suchen erstmal an den Rändern Blätter. Ich weiß nicht, ob die immer... Ich glaube, die sind random generiert, wo die sind. Ich meine, ich habe mir schon ein paar LPs von dem Spiel angeguckt. Habe selber mal gespielt an einem gruseligen Gruselstream. Wegcutten will ich jetzt eigentlich nichts, weil das sonst den Gruselfaktor wegwirft. Da ist ein riesiger Baum. Ich schätze mal, dass da irgendwas dran ist. Und ich habe gelesen, dass man auf gar keinen Fall rennen sollte, da das Slender uns schneller sehen kann. Wieso auch immer. Ja, man hört das wahrscheinlich was. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass an diesem großen Baum irgendwas dran sein muss. Und je mehr Blätter man gesammelt hat, desto öfters kommt Slender. Gruselig. Ja, ich wusste es doch. Don't look. Oh, it takes you. Okay. Dankeschön. Und schon hat die Musik etwas begonnen. Zumindest im Hintergrund sind ein paar Geräusche aufgetaucht. Und wir werden weiter die Blätter suchen. Und wenn das Bild anfängt so zu rauschen bzw. zu flackern, dann ist er in der Nähe und man soll anfangen zu rennen. Ganz schnell rennen. Mehr als ganz schnell rennen. Hier sind auch noch ein paar Gebäude irgendwo. Ein Tanklaster und Autos und sozusagen und solche Dinge. Ganz viele. Irgendwie finde ich hier nie was. Aber eine Batterie von einer Taschenlampe haben wir. Ich mag nicht so gerne Spiele, wo man nur eine bestimmte Batterieanzeige hat. Bis auf Five Nights at Freddy's, das Spiel fasziniert einfach nur. Und da will man das Spiel einfach schaffen. Nach einer Zeit ist der Gruselfaktor aber bei Five Nights at Freddy's weg. Und das ist ja nicht so schnieke. Wieder zwei fette Bäume. Sehr viele Bäume. Wir sind hier in einem Wald. Ich mag es nicht, wenn die Bäume auf einmal anfangen zu verschwinden, beziehungsweise wenn nicht so viele Bäume in der Nähe sind. Ich denke dann immer, er sieht uns. Der Slender. Er wird uns finden. So. Ist hier noch irgendwo was? Nope. Ach ja, wir können ein bisschen über Five Nights at Freddy's noch reden. Jetzt wurden wieder einige News angekündigt. Es wurde ein neues Bild von Spring Freddy veröffentlicht. Also der wird in Five Nights at Freddy's 4 dabei sein. Das wird auch der letzte Teil der Reihe, leider. Aber man muss ja so sagen, die Story war ja bei 3 eigentlich zu Ende und deswegen geht's eigentlich vollkommen in Ordnung. Das epische Spiel wird dann mit einem epischen Spiel beendet, sozusagen. Oh, ein Stuhl. Darf ich mich draufsetzen? Nein? Darf ich mir den schnägeln? Nein? Hier ist ein bisschen Dreck auf dem Boden. Die können ja mal... Oh, das sind Risse. Entschuldigung. So, ist hier noch irgendwas drin? Und da geht's wieder... Raus, wirklich? Dunkel... Alter, wieso ist es da so dunkel? Oh, da geht's auch raus.
Na dann. Bewegt sich Slender eigentlich? Ich habe ihn noch nie bewegen sehen. Ich sehe immer nur, wie er auftaucht. Umgekippter Stuhl. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass hier ein Zettel drin sein muss. Ich weiß auch nicht, wie lange der Part wird. Ich schätze mal, bis wir sterben. Das kann, glaube ich, ein bisschen dauern. Wenn man einen Zettel hat, kommt er noch nicht sofort. Wobei, bei meinem Skill in den Horrorspielen, da ist es schon möglich. Oh, Slender, 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 oh, Container gefunden. Da war er auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass er da reinkommt. Ich denke, das ist irgendwie... Aber wir haben ihn gesehen. Aber es war nicht so gruselig, finde ich. Vielleicht wird es ja noch gruseliger, aber... Lassen wir uns überraschen. Mein Puls ist schon ein bisschen höher gegangen, muss ich zugeben. Ja, aber es ist noch nicht so dunkel draußen. Vielleicht mal, vielleicht sieht man das auch in der Webcam. Das würde er gern. Ist es noch nicht so gruselig. Das Spiel läuft aber nicht in konstanten 30 FPS. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube nicht, dass es am PC liegt. Denn andere Spiele liefen ja auch immer in 30, 60 FPS. Ja, jetzt über 30. Ich kann mir nicht vorstellen. Hier muss irgendwo Zettel hängen. Okay, den Container haben wir abgesucht. Jetzt suchen wir den Container ab. Wir machen das jetzt mit Taktik. Wir suchen jeden Container einzeln ab. Hier muss ja irgendwo ein Zettel hängen, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Denke, sonst wozu wären diese Container denn da? Wenn hier kein Zettel dranhängen würde. Oh, Slender, 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 oh, Slender, 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 oh, Slender, 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 oh, Slender, Slender, Slender. Slender. Ist mir egal, ob er da in der Nähe war. Muss irgendwo ein Zettel hängen, oder nicht? Und bewegt der Typ sich eigentlich, oder teleportiert er sich wie in Dragon Ball? Oh, Slender, Slender, Slender. It's a beautiful day. Kann doch nicht sein, dass hier vielleicht irgendwo außen an den Wänden... Hier irgendwo muss doch ein Zettel hängen, bin ich mir relativ sicher. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Dann muss ich cutten, aber ich will ungern cutten. Für euch soll es ja auch ein bisschen gruselig sein. Gruselig. Nee, hier hängt tatsächlich kein Zettel. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Wirklich nicht. Hätte ich nicht gedacht, wir können ja wieder über einige News reden, wo ich keine News habe. Im Moment. Gibt es nicht so viel in der Welt von PlayerGetOn. Wir haben die 280 Abonnenten erreicht. Vielen Dank dafür. Geht langsam auf die 300 zu, würde ich sagen. Wird wieder ein Special geben. Keine Verlosung diesmal, da wir nicht die richesten Menschen sind. Aber es wird etwas Schönes geben, würde ich sagen. Etwas Besonderes. Denn 100 Abonnenten sind immer was Schönes, wenn man die knackt. Ich würde dann sagen, das nächste Abonnenten-Special wird es erst wieder so ab 500 geben. Denn 500 ist für mich eine besondere Zahl. Und da wir auch den Holzfäller... Aber... Da wir den Holzfäller da gesmackt haben, genau. Es wird ein wunderschöner Tag. Das wird wirklich ein wunderschöner Tag. So. Da-da. 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 Nee, kann nicht sein. Ich laufe jetzt einfach randommäßig durch den Wald. Wir sollen nicht rennen, aber wieso hält er die Taschenlampe nach unten, wenn er rennt? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn ich rennen würde vor so einem Viech, da würde ich die Taschenlampe nach oben halten und nicht nach unten. Oder die komplett ausmachen, aber da würde ich wahrscheinlich gegen einen Baum laufen. Come on, Baby. Gib mir die Pages. Wo sind die Pages? Oh, hier ist ein Weg, oder? Ey, hier ist ein Weg. Wir gehen einfach mal den Weg lang. Schöner Sternenhimmel. Wenn wir den Weg entlang gehen, müsste irgendwas Schönes kommen, schätze ich mal. Ihr könnt mir, wie gesagt, weitere Vorschläge machen für kurze Horror-Games, die umsonst sind, in den Kommentaren. Für das nächste angegruselt. Da-da. Da-da. Ich glaube, ich werde was wegcutten. Bis gleich. Hört ihr das? Ist wahrscheinlich nur Einbildung oder sowas. Einbildung ist ja auch eine Bildung, Thomas. Oh Mann, wo sind denn die blöden, dumm, dämlichen Blätter hin?
muss doch irgendwo was sein. Ui. Da haben meine Kopfhörer gerade Ausschläge gehabt. Wovon, weiß ich auch nicht. Boah, ich sehe einfach mal nichts mit der Tasche. Oh, wir sind wieder bei den Containern. Anscheinend will das Spiel, dass ich zu den Containern laufe. Wird es hier dunkler oder ist das nur Einbildung? Ja, okay, ich hör auf mit der Einbildung und ja. Muss doch irgendwo was sein. Oder? Oh, ich habe eine Skype-Nachricht bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber ich hoffe nicht. Von wem ist die Frage? Vielleicht von Slender. Ah, ist in der Nähe wahrscheinlich. Wozu sollte sonst... Brett? Okay. Was ist das? Das ist ein Ja. Ich bin auch wieder intelligent. Ich glaube, ich sollte laufen. Der ist irgendwo in der Nähe, oder? Wieso sollten diese Töne auftauchen? Vielleicht kann das Spiel mir auch helfen, dem irgendwo die Blätter hinkommen. Aber nein, das Spiel will mir nicht helfen und nirgendwo sehe ich diese Blätter. Ja, wird es eben ein längerer Part. Also mir macht es nichts aus, längere Folgen hochzuladen. Slender, where are you? He follow me. And I follow the pages. Ich sehe wirklich nichts. Oder wird die Taschenlampe nach einer Zeit irgendwie dunkler? Falls jemand von euch Bescheid weiß. Vielleicht hat einer von euch selber das Spiel gespielt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Irgendwelche Tipps oder sowas fürs nächste Mal. Eventuell werden wir das Spiel nochmal streamen. So gruselig ist es ja nicht und deswegen kriege ich auch keine Herzanfälle. Bei Outlast, das finde ich aber wirklich gruselig. Ich finde, dieses Spiel Outlast ist einfach nur hammergeil gemacht, aber naja, man muss auch bedenken, dass mehrere Personen dieses Spiel gemacht haben und wieso sind hier überall Zäune? Wir gehen einfach mal den Zäun entlang. Baum. Das kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo Blätter sind. Ich meine, wir haben ein Blatt von 8 und wir sind zweimal schon den Containern begegnet. Muss irgendwas heißen, oder? Es kann doch nicht sein, dass sie irgendwo randommäßig an Bäumen verteilt sind und wir nichts sehen. Ich bin mir sicher, dass die Taschenlampen auch irgendwie dunkler werden. Ich bin mir sicher, dass auch... Irgendwie wird es auch dunkler, ne? Oder? Ich meine schon. Wobei manchmal wird es wieder heller, wenn da mehrere Bäume sind. Oh, mehrere Bäume. Nice one. Das war mein Tablet. Vielleicht habt ihr es gehört, aber da kam wieder das Samsung-Pfeifen. Im Übrigen habe ich ein Samsung Galaxy S. Samsung Galaxy Tab 4. Falls es einen von euch interessiert. Samsung hat mich bezahlt. Product Placement. Ach ja, ich habe keine Gesprächsthemen, wenn man Slender spielt. Irgendwie passiert ja nichts. Man läuft die ganze Zeit rum, sucht nach Zetteln, findet keine Zettel, denkt sich nur so, Spiel, warum tust du mir das an? Random Generator, wieso hast du mir das angetan? Habe ich denn wirklich so viel Pech? Und dann vergeht eine halbe Stunde. Alter, wie lange nehmen wir schon auf? Ich guck, ich habe wirklich nie einen Timer laufen, wenn ich aufnehme oder sowas. Ist mir eigentlich egal, wie lange die Folgen gehen. Ich mache es immer so per Zeitgefühl oder wenn es wirklich so lange dauert. Oh, eine Wand. Ich gehe einfach mal an der Wand lang, vielleicht finden wir irgendwas. Oh, das ist eine Wand. Das ist ein Tunnel. Vielleicht finden hier wir irgendwas. Oder wir finden Slender am Ende des Tunnels. Das kann natürlich auch sein. Langsam wird die Atmosphäre aber ein bisschen besser bei dem Spiel. Das Spiel ist umsonst. Wie gesagt. Nee, warte, ich mach das klüger. Ich bin mir relativ sicher, dass hier irgendwo ein Zettel hängen muss. Ja, es kann doch nicht sein, dass wir keinen Zettel finden. Oh, Slender! 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 Shift drücken, Shift drücken, Shift drücken, Shift drücken, Shift drücken, Shift drücken. Ach.
Ach, jemine. Aber der war auch kein Zettel dran, oder? Oder habe ich jetzt einen Zettel übersehen? Oh. Ich wette, ich habe schon 4, 5 Zettel übersehen. War bei meiner... Seegabe? Sehe ich gar nichts mehr. Wobei, ich glaube, die Taschenlampe flackert wirklich langsam, dass die Batterien ausgehen. Nee, ich sehe beinahe nichts mehr. Ja, die Taschenlampe wird wirklich schwächer. Das wusste ich gar nicht. Aber falls es stimmt, kann mir ja jemand in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so ist. Ja, also ich sehe gar nichts mehr. Nur noch Umrisse. Von mir aus kann Slender mich langsam töten. Es tut mir wirklich leid, Leute, aber anscheinend habe ich hier nichts gefunden. Ich wusste nicht, dass die Taschenlampe nach einer Zeit ausgeht. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich die natürlich in den meisten Fällen ausgehabt. Aber naja, ist jetzt leider zu spät. Die Batterien gehen langsam, glaube ich, aus, obwohl hier keine Batterienanzeige ist. Hätten die beim Spiel besser machen können, aber naja. Vielleicht sollte ich bei Angegruselt noch so eine Bewertung machen, wie gruselig es ist, wie gut das Spiel ist. Ich würde bis jetzt sagen... Ja. Ja, ist jetzt völlig leer, die Batterie. Ja, die Batterie ist jetzt völlig leer. Ich würde sagen, 3,5 gebe ich dem Spiel. 3,5 von 10. Mehr kann ich dem Spiel wirklich nicht geben. Und wir laufen gerade den Tod entlang. Ich sehe nichts mehr. Nichts. Also von mir aus kann Slender mich jetzt umbringen. Also dann würde ich schon mal sagen, das war es dann mit dem heutigen Pack Angegruselt. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig für euch. Und falls ihr weitere Vorschläge habt für ein angegruselt Spiel, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Hipster Thomas. Ciao. Wobei, jetzt sage ich ciao, weil Slender uns gefunden hat. Tschüssi. Bye, bye.